Das faule Mädchen und das fleißige Mädchen lebten in einem kleinen Haus am Land. Eines Tages, während das faule Mädchen wie immer bloß herumlag, kehrte das fleißige Mädchen nach Hause zurück mit ihrer neuen Freundin. Lass mich dir meine neue Freundin vorstellen. Ihr Name ist Jenny. In dem Moment, als das faule Mädchen die wunderschöne Jenny sah, wurde sie sehr eifersüchtig. Und als sie dann ihre Schwester bat, einen Cupcake für ihre neue Freundin zu backen, war das faule Mädchen richtig wütend. Sicher, sicher, sagte sie und ging in die Küche. Doch statt Sahne verteilte sie Zahnpasta auf einen der Cupcakes, die sie vorbereitet hatte. Alle drei Cupcakes stellte sie auf den Teller und kehrte ins Wohnzimmer zurück. Sie reichte Jenny das Küchlein mit Zahnpasta. Jenny nahm einen Bissen und lächelte vor Freude. Yummy! Lecker! Das faule Mädchen war sehr überrascht darüber. Doch als auch ihre Schwester das Küchlein genüsslich aß, dachte sie, ich habe sie doch nicht etwa vertauscht. Sie warf sich den letzten Cupcake mit einem Mal in den Mund. Dies war also das Küchlein mit Zahnpasta drauf. Das faule Mädchen war kurz davor, vor Wut zu schreien, weil es die Kuchen vertauscht hatte. Doch dann sagte ihre Schwester plötzlich, lass uns eine Schminkparty machen, und nahm Jenny mit in ihr Zimmer. Als sie sah, wie viel Spaß die beiden hatten, rannte das faule Mädchen in die Küche und griff sich eine Handvoll Mehl. Während die beiden Mädchen sich schminkten und sangen, mischte sie etwas Mehl zu Jennys Puder. Gerade als Jenny sich mit dem Mehl das Gesicht pudern wollte, stolperte das faule Mädchen und fiel mit einem dumpfen Aufprall zu Boden. Das Mehl in ihren Händen war über ihr ganzes Gesicht verschmiert. Die Mädchen lachten unaufhörlich über den Sturz, den sie für einen Scherz hielten. Das faule Mädchen wusste nicht, was es tun sollte. Sie war nun umso eifersüchtiger auf Jenny, an der sie sich einfach nicht rächen konnte. Plötzlich drehte sie sich um und sagte, oh, sieh nur, Jenny, du solltest heute Nacht bei uns bleiben. Wir könnten eine Pyjama-Party machen. Und Jenny akzeptierte das Angebot. Am Abend platzierte das faule Mädchen heimlich etliche Flöhe auf dem Bett. Nichts ahnend legte sich Jenny in jenes Bett, welches das faule Mädchen vorbereitet hatte. Schon bald war sie von Flöhen übersät. Was ist das? Flöhe! Das faule Mädchen und ihre Schwester liefen sofort zu Jenny. Jenny sagte, ich glaube, ich habe Flöhe. Ich gehe besser weg von hier. Und verließ das Haus. Du warst das. Du bist tatsächlich eifersüchtig auf meine Freundin. Das, was du getan hast, ist sehr böse. Während das fleißige Mädchen ihrer neuen Freundin hinterherlief, blieb das faule Mädchen alleine zu Hause zurück. Sie machte die ganze Nacht kein Auge zu. In Angst saß sie da und wartete auf ihre Schwester bis zum Morgen. Die Abwesenheit ihrer Schwester machte sie so traurig, dass sie erkannte, dass ihre Eifersucht diese Einsamkeit verursacht hatte. Am nächsten Morgen entschuldigte sich das faule Mädchen bei den beiden und war nie wieder eifersüchtig. Und so begann eine lange Freundschaft mit Jenny. Addis Ababa.